Wir hatten die Idee mit Matter of Fact vor circa 4 Jahren, aber als Dienstleister damals. Wir haben selber Platten bei allen Presswerken produziert, hier verpackt und um die Welt gesendet. Und vor 2 Jahren haben wir die Idee gehabt, dass wir dann wirklich ein eigenes Presswerk starten wollen. Es gibt 2 Hersteller auf der Welt oder 3 Hersteller und eine davon ist die Firma New Build hier in Deutschland. Wir sind dann einfach mal da runtergefahren, haben uns dort hingestellt und uns die Maschinen angeguckt, um zu sehen, trauen wir uns das überhaupt zu. Haben dann festgestellt, hey, das könnte funktionieren, und New Build hat uns dann zu so einem kleinen Presswerk in Belgien mitgenommen. Und da habe ich einen getroffen, der stand dort an der Maschine, und habe ihn einfach mal gefragt, hast du, bevor du das hier gestartet hast, irgendeine Ahnung davon gehabt, wie das läuft? Und da hat sie mir gesagt, nee. Und dann haben wir gesagt, hey, genau das wollten wir hören. Dann ging die Planung los und insgesamt bis zum heutigen Tag mussten wir wirklich einen 7-stelligen Betrag in die Hand nehmen, um diese Vision und diesen Traum dann hier zu realisieren. Wir haben uns dann mit Firmen auseinandergesetzt hier, beziehungsweise haben die einfach mal hergeholt und haben gesagt, wir wollen ein Presswerk starten, und uns sind dann buchstäblich Elektrikerfirmen und Heizungsbauerfirmen weggelaufen, die gesagt haben, das ist uns eine Nummer zu groß. Wir haben dann eine Firma in Rostock gefunden, Firma Isental Industrieausrüstung, die hat mit uns dieses Projekt realisiert. Irgendwann waren wir auch in dem Stadium, dass wir es auch keinem anderen mehr zugetraut hätten, weil der Chef von dieser Firma hat sich hingesetzt und wirklich nächtelang durchgeklügelt, wie stellt er uns diese Vorgaben, die diese Maschinen haben, zur Verfügung, weil niemand baut ein Presswerk heutzutage. Dementsprechend kann man auch nirgendwo hingehen und fragen, kannst du mir auch eins bauen? Und niemand, der ein Presswerk hat, erzählt einem, wie eins gebaut wird. Und auf der anderen Seite sind die meisten Presswerke, die heutzutage existieren, sehr alt. Das heißt, sie beruhen nicht auf den neuesten Technologien. Daher muss man das sowieso von vornherein komplett neu erfinden, das Projekt. Wir sind am Anfang sehr blauäugig rangegangen, haben gesagt, hey, wir kaufen mal ein paar, das wurde uns auch so gesagt, ein paar Sachen auf eBay zusammen. Einen Kühlturm kriegt ihr für 5.000 Euro auf eBay. Na klar, gibt's den für 5.000 Euro auf eBay, aber wenn du damit einen Vorschlag haben, entgegenhaust, dann fallen 50 Kilo Kalk raus. Das heißt, der hat natürlich schon seine 20 Jahre gemacht. Wir haben dann mit der Zeit immer mehr festgestellt, das geht in eine ganz andere Richtung, aber haben uns so dran festgebissen und haben dann letztendlich hier in der Kleinstadt eine Bank gefunden, die gesagt hat, wir begleiten euch bei dem Projekt. Wir haben gefühlte kilometerlange PDF-Files abgegeben an Kalkulation, haben den Musikmarkt analysiert, haben den Schallplattenmarkt analysiert, haben alles, was es gibt, analysiert. Und dann letztendlich auch sind mit unserer Regierung in Mecklenburg-Vorpommern in Kontakt getreten, mit dem LFI, und haben mit denen zusammen das Projekt starten können, weil die haben gesagt, ihr kommt aus einer sehr strukturschwachen Region, es gibt kaum Arbeitsplätze, dort siedelt keiner produzierendes Gewerbe an, wir unterstützen euch dabei. Und haben dann Förderung für das Projekt auch gekriegt. Und mit der Bank, mit der Förderung und mit auch Eigeninvestitionen konnte das Konstrukt geschaffen werden, hier dann wirklich das Ganze zu realisieren. Wir sind auch ein politisches Presswerk. Bei uns kann natürlich jeder anfragen, aber wir nehmen nichts von der Mitte nach rechts, und die lehnen wir natürlich konsequent ab und fördern im Gegenzug genau die gegensätzliche Richtung, aus der ich auch stamme, selber aus dem Punk-Bereich, und freuen uns hier auch gerade im Musikbereich da die entsprechende Förderung zu leisten und die Leute zu unterstützen, weil Musik heilt die Seele und vernünftige Musik heilt auch ein Stückchen den politischen Glauben, sag ich mal. Auf jeden Fall kann jeder bei uns trotzdem eine Platte pressen. Was wir nicht annehmen, sind Großaufträge. Erstens pressen wir nicht für Major-Label, und zweitens würde ein
Großauftrag auch für uns ein viel zu großes Risiko darstellen, falls wir mal einen Fehler machen. Wir sind kein Riesenpresswerk, was 50 Mitarbeiter hat und 30 Maschinen, die eine Fehlproduktion innerhalb von ein paar Tagen gleich wieder ausgleichen können oder dementsprechend dann immer noch Liefertermine einhalten können. Wenn man mit einem Manager von einem Major-Label agiert, agiert man gleichzeitig bei Fehlern auch mit Anwälten. Und das ist einfach ein Handling, dem wollen wir uns nicht aussetzen. Da bin ich auch viel zu eigen und wir wollen die Kleinen haben, die Leute aus dem Underground, die Bands, die Grassroots, weil alles fängt irgendwo klein an. Und auch jeder Major baut seinen Erfolg auf dem, den der kleine Mann mal hatte. Und den unterstützen wir dabei. Wenn er dann irgendwann woanders ist, ist das okay. Aber wir haben ihn in der Zeit dann praktisch unterstützt. Wir geben uns einfach unsere Punk-Attitüde hin, indem wir sagen, für uns ist es ein schöneres Gefühl, against zu arbeiten, gleichzeitig aber für uns, als wenn wir immer wieder nur klein beigeben und dafür sorgen, dass unser Cashflow stimmt. Wir versuchen, Energie, die entsteht, zum Beispiel die Wärme im Produktionsraum, die leiten wir ab in andere Hallen, tun damit die anderen Hallen wärmen. Wir wärmen unsere eigenen Büros damit. Wir haben darauf geachtet, gerade bei Technologien, die du heutzutage kaufst, hast du sehr energieeffiziente Motoren. Du hast Kompressoren, die sehr energieeffizient arbeiten, die nicht nur an- und ausgehen, auch unser Brenner, sondern der viele Stufen hat. Und wenn keine Energie abgenommen wird, schalten sich die Geräte automatisch aus. Wir haben überall Überwachungssysteme drin. Wir haben keine Maschine, die irgendwie angeschaltet wird und dann losschießt und den Rest irgendwie in die Atmosphäre, sondern die Prozesse wurden jetzt von uns auch in der Vergangenheit mit den Firmen, mit denen wir arbeiten, immer wieder optimiert, dass wir gesagt haben, hey, das sieht aus, als würde da zu viel Dampf aus unserem Kühlturm kommen. Und dann sind immer wieder Techniker hergekommen, haben geguckt, haben nachjustiert, sodass wir so viel wie möglich Energie, die wir selber nutzen, auch bei uns halten oder so wenig wie möglich verbrauchen in Prozessen, die zwischen den Plattenpressen stattfinden. Wir haben Halbautomaten, das heißt, wir können in dem Pressprodukt eingreifen. Wir bekommen jetzt auch bald noch einen Vollautomaten, aber die Halbautomaten ermöglichen uns, Split- und Splatter-Vinyl zu machen aus allen erdenklichen Farben und damit wirklich, wirklich abgefahrene Kombinationen zu machen. Theoretisch bieten wir jede Farbe an, aber wir haben ein Repertoire an Grundfarben, was nicht allzu groß ist, aber wir haben das Know-how, aus diesen Grundfarben alles Mögliche zu mischen. Wir haben auch ein eigenes Produkt, nicht entwickelt, aber das nennt sich EcoVex bei uns. Und wir nutzen unsere Randabschnitte und auch die Fehlproduktion der Platten, um neue Platten daraus zu pressen. Wir haben einen Label-Puncher, der puncht uns das Etikett in der Mitte raus, das Label. Und wir machen das eigentlich auch nur mit Platten, die aus einem gewissen Prozess stammen. Das heißt, die Platten sind eigentlich fast Mint. Aber es ist halt ein Auspressfehler drauf und wir nutzen unsere Randabschnitte. Und diese Materialien gehen dann in unseren Granulator und werden dann verpackt und warten auf eine Produktion. Das heißt, wir nutzen Granulat, was eigentlich dann recycelt ist, aber trotzdem in einem Mint-Zustand ist. Es ist nicht verstaubt, es ist frei von Fingerabdrücken und frei von Fettflecken. Und damit erreichen wir eine unglaublich hohe Qualität bei der Pressung. Die Qualität ist uns extrem wichtig und wir haben uns hier wirklich zur Aufgabe gemacht, auf jede Platte nochmal raufzuschauen und unsere Qualität in dem Sinne zu sichern. Wir wollen kein Presswerk sein in dem Sinne, sondern eher eine Schallplattenmanufaktur. Wir sind jetzt zurzeit 6 Frauen und Männer im Team. Wir sind eigentlich alle Freunde und Freundinnen seit langer Zeit und arbeiten nicht nur hier, sondern wir leben hier auch einen Traum.